Ja, Jesus hat mein Leben verändert, weil er meine Familie verändert hat, weil er uns damals, als wir zum Glauben gefunden haben, einfach gerettet hat, weil er uns wieder viel mehr Liebe und Verständnis füreinander gebracht hat. Und ja, weil er einfach uns begegnet ist, als wir es am meisten gebraucht haben. Wie Jesus mein Leben verändert hat. Ein Aspekt ist auf jeden Fall so, das Beste wird erst noch kommen. Also die Hoffnung auf eine gute Zukunft oder die Hoffnung auf das Gute am Schluss. Und das gibt immer wieder Kraft und Power für den Alltag für mich. Das ist eine große Veränderung. Was mich total verändert hat, ist dieser einfache Satz, hey, du bist geliebt von Gott und du darfst in Ewigkeit leben. Und das ist sowas Cooles, weil das so eine Hoffnung ist. Und die hat mich total verändert in letzter Zeit, wo ich wissen darf, hey, Gott ist nicht nur irgendwo, er ist hier und spürbar. Und dass man seine Herrlichkeit weitervermitteln darf. Als Jesus in mein Leben kam, habe ich im allerersten Moment eine Schwere und eine Schuld empfunden, einfach weil ich sehen durfte, wie weit ich eigentlich von Gott entfernt bin und wie verloren ich ohne Gott bin. Im zweiten Moment habe ich dann aber seine Gnade und seine Liebe empfinden dürfen. Einfach so diese Erkenntnis, Herr Jesus ist für mich ans Kreuz, ich darf zu seiner Familie gehören. Ganz egal, wie mein Leben bisher aussah, ich darf zu ihm gehören. Und das hat Sinn in mein Leben hineingegeben, einfach weil ich sehen durfte, hey, Gott hat einen guten Plan und ich darf Teil von diesem Plan sein, ich darf Teil von Gottes Familie sein. Durch Jesus in meinem Herzen habe ich erkannt, ich brauche es nicht jedem recht zu machen. Das war mir früher immer ganz wichtig, aber ich brauche es nicht jedem recht machen, ich kann es auch nicht. Und auch wenn ich es nicht 100% perfekt mache, bin ich doch bedingungslos geliebt von Gott. Und so brauche ich nicht versuchen, mir die Gunst der Menschen zu verdienen, sondern darf einfach leben als 100% geliebtes Kind Gottes. Seitdem ich Jesus in meinem Leben habe, habe ich eine Person, mit der ich über alles reden kann, aber auch jemanden, zu dem ich kommen kann, wenn es mir gerade nicht so gut geht und wo ich weiß, dass ich bei ihm so sicher bin und bei ihm auch wieder auftanken kann, aber auch Mut krieg und Kraft krieg, weiterzumachen. Seitdem Jesus in mein Leben getreten ist, haben sich Menschen von mir abgewendet, denen ich vorher besser gefallen habe. Aber im gleichen Moment kamen auch neue Menschen in mein Leben, die mir gut tun. Ich habe gelernt, Wahrheit und Lüge besser auseinanderhalten zu können. Und ich fühle mich nicht alleine, auch wenn ich alleine bin. Wenn ich mir heute die Frage stelle, wo ich eigentlich sein würde, wenn Jesus nicht in meinem Leben wäre, dann komme ich ziemlich eindeutig zum Schluss, dass ich vermutlich gar nicht mehr wäre. Zum einen, weil ich mir sicher bin, dass ohne Jesus ich bereits als Kind an einem angeborenen Immundefekt und den daraus entstandenen schweren Infektionen längst gestorben wäre als Kind. Und zum anderen, weil ich glaube, dass ich ohne Jesus durch das Mobbing in der Schule und die dadurch entstandenen Suizidgedanken, dass ich sie nicht ohne weiteres hätte überstehen können. Am meisten verändert hat Jesus mein Leben, indem er mir Menschen zur Seite gestellt hat, die guten und positiven Einfluss auf mich nehmen. Menschen wie meine Familie, meine Freunde, Mentoren in der Gemeinde, die für mich da sind und mich in den Zeiten unterstützen, wo ich es am meisten brauche. Die mir helfen, Probleme zu diskutieren, Entscheidungen zu treffen und mutig weiterzugehen im Glauben. Der größte Punkt, wo ich das am meisten merke, ist die Nächstenliebe. Das heißt, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich über Menschen denke, was ich über Menschen sage. Und so ein cooles Beispiel, was ich immer relativ cool finde, wenn ich Nächstenliebe beschreibe, ist beim Autofahren, wenn ein Wahnsinniger einen einfach an einer extrem gefährlichen Stelle überholt, kann man den anstatt eine Beleidigung hinterher schreien, einfach sagen, hey, sei gesegnet und einfach kurz beten, hey Papa, komm, pass auf ihn auf mit seinem Fahrstil, gefällt er sich selber, aber du bist bei ihm, pass einfach auf ihn auf. Jesus ist mir im Leben immer ein treuer Begleiter und egal wo ich hingehe, er geht immer mit mir. Und auch wenn ich ihm gegenüber nicht immer treu bin, so weiß ich dennoch, dass er mich nicht verlässt und auch niemals verlassen wird. Er schenkt mir immer wieder aufs Neue die Kraft aufzustehen und weiterzumachen. Das ist so mega cool. Ich bin so dankbar, Gottes Herrlichkeit auch hier zu spüren, denn seine Botschaft ist für immer und ewig und sie bleibt immer die gleiche und ist unsere Rettung. Deshalb lass dich auch verändern.